Okay, hier sind wir wieder zurück bei der Stuttgart Open 2010 auf dem Center Court im Sportcafé Carambolage in der Rothebühlstraße im Herzen von Stuttgart. Und wir haben hier ein Match für euch, diesmal ein Gruppenmatch. Das heißt, wir spielen auf 5 Gewinnspiele und das findet statt zwischen Masi Shaverdi, ein alter Bekannter hier aus der Stuttgarter Gegend. Ich persönlich kenne ihn schon seit vielen Jahren, keine Ahnung, bestimmt schon 20 Jahre oder so. Da wollen wir nicht übertreiben, gleich 16,5. Und dann haben wir noch Ricardo Gutja. Hier aus dem Club Feuersee. Eigentlich müsste die Turnierleitung hier was dazu sagen können. Ja, ich habe das schon. Baujahr. Wahrscheinlich der jüngste Spieler im Feld mit seinen 15 Jahren. Ihr könnt gerne ruhig mal kurz hier euer... Also, Turnierleitung steckt zurück. Keine Co-Kommentatur von der Turnierleitung. Dabei hat einer sogar irgendwie ein Diplom in Rhetorik, ja. Und hätte gerne. Und hier das Break für Ricardo Gutja. Ich glaube, der Spitzname liegt schon auf der Zunge, wenn es nicht Gutja ist. Hm? Ricardo Gutja. Kugel gefallen. Langer Einsteiger auf die 1. Vor allen Dingen kann er damit keine erstklassige Position auf die 2 erwarten. Selbst wenn er den treffen würde, landet die Weiße von alleine, wenn er ganz leicht spielt, in der Nähe von der 3. Da, wo er etwa den Kö hat. Und dann hat er danach ebenfalls eine 2, die mindestens genauso schwer ist wie jetzt. Oder genauso schwierig zu treffen wie jetzt die 1 es ist. Weiße hat, wie angesagt, die Position genommen, aber die 1 hat er dann doch verschossen. Und hier sehen wir Masi Shaverdi. Mit seinem unvergleichlichen, lockeren, geschmeidigen Spielstil hier auch schon einige Erfolge errungen, sei es mit der Mannschaft, mit Team. War auch lange Zeit für Sindelfingen aktiv, jetzt wieder neu aktiv für Sindelfingen. Und klasse Ball, war nicht leicht zu treffen. Aber mit seinem geschmeidigen Stoß macht er da einiges wett, muss man sagen. Und welche Klasse er hat, das weiß man schon, wenn man sich seine Rekorde mal vor Augen hält. Im 9. Ball sind ihm zum Beispiel schon 11 Spiele am Stück an- und ausgelungen. Das ist schon ein klasse Wert. Auch wenn er sich jetzt hier ziemlich ungünstig hinter der 7 eingeparkt hat. Ich sehe gerade, dass unsere Shot Clock gar nicht mehr am Laufen ist. Haben wir die wieder, den Betrieb der Shot Clock wieder eingestellt? Steht ziemlich konstant auf 35. Na gut, dann kann er sich auch die entsprechende Zeit nehmen. Und die Vorbande, ein oder zwei Vorbanden werden hier nötig sein, um die 4 noch zu spielen. Und das hat er auch klasse gemacht. Klasse Stoß von Masi Shaverdi, der uns gleich im ersten Spiel hier das komplette Können aufbietet, um hier vielleicht dieses Spiel für sich zu entscheiden. Aber noch ist er eine schwere 6, eine tonnenschwere 6. Krass! Auch diese wahnsinnig schwere 6 macht er mit einer Leichtigkeit rein. Und danach wieder eine schwierige 7. Die ist nicht leicht, wenn die Weiße da so nah an der Bande liegt. Und die Position auf der 8? Hier sehen wir es.
zu wenig Winkel, als dass er jetzt die Weiße in der Mitte halten könnte oder von der Bande zurück in die Mitte kommen könnte für die 8. Oder so wenig Winkel, dass er so viel Kraft bräuchte, dass es wieder noch schwieriger wird zu spielen von der Bande weg. Aber genau das versucht er. Ziemlich erhöht führt er den Kö. Wahnsinnig viel Kraft dahinter und perfekt gespielt. Also der Spiel, das erste Spiel hier heimzufahren, das ist schon ein Knüller. Das ist schon ein Knüller. Ich weiß gar nicht, ob hier all die Hintergrundgeräusche zu hören sind, die hier mal wieder von der Turnierleitung veranstaltet werden. Hier die 9, schwer zu sagen, wie schwierig sie war, aber war wohl ziemlich leicht. Und jetzt damit erstes Spiel für Masi Chaverdi. 1:0 Führung in unserem Satz auf 5 Gewinnspiele. Und nicht nur, dass Masi schon 11 Neunballspiele an- und ausgeschossen hat, sondern auch bei internationalen Turnieren ist er schon in Erscheinung getreten. Zum Beispiel in Indonesien hat er einmal beim internationalen Turnier die Top 8 geschafft. Und bei der 8-Ball-Weltmeisterschaft hat er auch schon die Top 16 geschafft. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung von diesem krassen Spiel. Da war fast gar kein leichter Ball dabei. Auch wenn er einige hat leicht aussehen lassen. Die Schluss, die 10, die war leicht. Und hier das nächste Break. Das erste Break von Masi Chaverdi. Sehr schönes Break. Nichts dagegen zu sagen. Hat wahrscheinlich die Eckkugel bekommen über 4 Banden. Position auf die 1. Leichter Übergreifer über die 6 und schwierige Position zur 2. Muss er einfach als Druckstoß spielen, ein bisschen ziehen vielleicht. Wenn er zu viel gezogen hat, ist er im Schatten der 6. Zu wenig im Schatten der 4. Da zwischen 4 und 6, da müsste er etwa kommen. Aber nein, ganz anderer Plan, ganz anderer Plan. Ganz anderer Plan hier. Carambolage hat er die 7 oder was es war reingespielt. Mit guter Kontrolle über die 1. Man kann jetzt natürlich ganz entspannt weitermachen von dieser Position. Und hier die Schlüsselposition, die 2. Kann er natürlich laufen lassen, auch wenn die 2 immer noch schwierig zu versenken ist. Das ist kein leichter Ball. Muss es immer nur wiederholen, auch wenn Chaverdi die Eigenschaft hat, dass er viele schwierige Bälle leicht aussehen lässt. Oh, und hier der Unfall. Das war klasse getroffen, aber unglücklich die Weiße hier in die Tasche laufen lassen. Ball in Hand für unseren jüngsten Turnierteilnehmer, Ricardo Gutjahr. Jetzt sind wir gespannt, wie weit er hier mit Ball in Hand kommt. Eigentlich denke ich, ist die Favoritenrolle in diesem Satz klar vergeben, nämlich an Masi Chaverdi. Gerade der Präsident vom Baden-Württembergischen Billardverband, Herr Reinhard Reese, hat den Saal betreten. Immer sehr beliebt, er erfreut sich höchster Beliebtheit hier im Baden-Württemberg.
was eben eigentlich funktionieren nicht selten. Oder Hallo Reinhard steht hier direkt eingeblendet, freut sich also höchster Beliebtheit hier im baden-württembergischen Landesverband. Und das ist bei Funktionären nicht immer natürlich gegeben, dass sie sich hoher Beliebtheitswerte erfreuen. Hier das erste kleine Problem für Ricardo Gutjahr. Das ist mal gut gelöst. Aber da wartet noch eine weitere Schwierigkeit auf ihn. Das möchte ich jetzt sehen. Kann Ricardo Gutjahr mit 15 Jahren hier diese Qualität bringen jetzt? Auf die lange Entfernung die Weiße sauber zurückzuziehen. Er setzt auf jeden Fall entsprechend an. Ja, die hat schon ein bisschen gewackelt und sie ist auch nicht so sauber zurückgekommen. Aber er hat einen Stoß auf die 10, auch wenn er ein wenig schwieriger aussieht als der Shootout-Stoß. Er wird schon wieder eingeblendet. Shootout. Wow. Das ist doch mal klasse. Ricardo Gutjahr hier hat die Situation unter Kontrolle behalten und hält das Match offen mit 1:1. Maximilian Hirtjens, Mario gegen Und dann schaue ich doch gleich mal bei der Gelegenheit, wenn ich mal euren Kommentar unterbrechen darf hier, was noch alles in dieser Gruppe los ist. Ah, da haben wir also neben Ricardo Gutjahr und Masi Chaverdi haben wir Daniel Lehmann, hat schon eine Partie verloren, Mustafa Fitan hat gewonnen und verloren und Holger Gries, ein Mitfavorit, würde ich sagen, aus meiner Einschätzung hier in diesem auf den Gruppensieg zusammen mit Masi Chaverdi, der schon 2 gewonnen hat. Wahrscheinlich hat der Masi 1 verloren. Wahrscheinlich gegen Holger Gries, kann das sein? Weil, das dachte ich mir schon, das ist einzige Konkurrenz hier. Okay, und hier der Break von Ricardo Gutjahr. Also Holger Gries scheint schon sehr sicher auch in dieser Gruppe zu sein mit 2 Siegen, vor allen Dingen auch gegen Masi Chaverdi. Während Masi Chaverdi jetzt natürlich aufpassen muss und sich in den weiteren Gruppenverlauf keine Blöße mehr geben kann. Hier nochmal die Wiederholung. Ricardo Gutjahr. Und da sieht man, dass er sich zu früh bewegt und auch mit dem Kopf nach unten geht während dem Stoß. Damit Masi Chaverdi wieder am Tisch. Die 3 Mitte, Weiße einfach laufen lassen, wird fast von ganz alleine hier über die kurze Bande Richtung 4 laufen. Und dann kann er bei der 4, ich glaube nicht, dass er aufs Lösen geht, das hielt ich für grob fahrlässig, nur laufen lassen, gute Position auf die 4 und könnte einen perfekten Safe bei der 4 spielen. Aber er hat sie ein bisschen gezogen. Von der anderen Seite gegen die Gruppe von Kugeln gelaufen und hat eine perfekte Position auf die 4. Das ist großartig. Das ist großartig. Damit hat er die Partie total offen gestaltet, was eigentlich eine Problemsituation war. Du weißt natürlich wieder die Klasse hier von
Masi Chaverdi hier mit einem Elite-Kö unterwegs. Er sagt, die werden gar nicht mehr hergestellt. Elite-Kö hier. Sieht ein bisschen aus wie im Stile eines Joss West, so schlichtes Joss West. Hat es auch mal gegeben in den frühen 70er Jahren. Heute würde ein Joss West ziemlich ausgefallen sein. Ziemlich aufwendige Intarsie. Von Mr. Bill Strutt. Aber aus welchen Händen ein Elite-Kö stammt, ist mir jetzt nicht bekannt. Ich glaube, es gehört nicht zu den großen Custom-Q-Marken. Aber vielleicht kann das jemand im Chat beantworten, sofern der am Laufen ist, was es zu diesen Elite-Kös zu sagen gibt. Da begrüße ich persönlich auch noch hier den Präsidenten des Baden-Württembergischen Landesverbandes, Herr Meinhard Reese. Ja. Habe ich sozusagen wieder jemanden gefunden, der mir über die Schulter schaut, hier in der Kommentatorenbox. Masi Chaverdi erhöht seine Führung. Nein, geht wieder in Führung von 1-1 auf 2-1. Und ja, vielleicht ein paar Worte vom Präsidenten. Nein, lieber nicht, er übt sich in Zurückhaltung. Hier steht hier, danke für den Acrylkäfig. Das ist bestimmt an dich gemünzt, ja? Hier. Direkte Botschaft hier an unseren Präsidenten. Ja. Du wurdest übrigens auch begrüßt, wie du reinkamst, wurde das eingeblendet. Hallo Reinhard. Uns entgeht nichts. So. Wieder perfekt aufgebaut von Fefzi. Und ein Jackenbreak wieder von Masi Chaverdi. Vielleicht ist das das neue Rezept. Wir sollten vielleicht mal versuchen, mit Jacke zu breaken. Vielleicht kriegen wir da auch gute Resultate. Wie sieht's aus mit Masi? Jawohl. Bisschen unruhig die Weiße. Hat wahrscheinlich Kick gekriegt, aber drei Kugeln sind gefallen. Und ein bisschen was von der 1 sieht er, glaube ich. Aber nicht genug, um sie zu machen, schätze ich. Es sei denn, er zaubert wieder. Hier nochmal der Break und hier zack, der Kick von der 2 an die Weiße, weshalb die sich ein bisschen unruhig verhalten hat. Da würde wohl nur ein Safe draus rauszaubern können und der ist schon schwierig genug. Wenn er da ein Safe rauskriegt, ist das schon eine klasse Leistung. Bisschen dünn so, dass die 1 im Schatten von der 9 bleibt und die Weiße gegenüber an die andere lange Bande. Oder doch eher ein Banker. Ja. Auf die Art und Weise versucht er die 9 dazwischen zu halten. Ist aber nicht ganz gelungen. Ich bin mal gespannt, was unser Youngster hier daraus machen kann. Muss ich direkt hier einen Schluck aus der Teetasse nehmen wieder. Die ist noch machbar, aber ganz schwierig. Ja, macht sie. Schöner abgebrühter Safe-Versuch, aber nicht ganz gelungen. Das ist durchaus machbar hier für Masi Chaverdi. Aber ist es so kühl hier gar nicht, dass es jetzt einen Grund gäbe, die Jacke zu tragen?
Und perfekte Position auf die 4. Und so wie der Rest liegt, könnte man sagen, ist dieses Spiel auch Geschichte. Zumindest wenn man in so einer Situation jemanden wie Masi Chaverdi hinterm Kö stehen hat, kann man genau davon ausgehen. Die Standard 2 Bandenposition auf die 7. Genauso wie wahrscheinlich. Naja, mehrere Standardmöglichkeiten, um zur 9 zu kommen, aber wahrscheinlich wählt er die Rücklauf-Variante. So ist es. Die kann er jetzt einfach reinkullern lassen. Gekullert war das zwar nicht, aber gute Position auf die 10. Interessant zu sehen, wie Masi Chaverdi so spielt, so halb aufrecht stehend, also gar nicht wirklich so tief Kö gebeugt wie manch anderer Spieler, so mit dem Kinnpress dran, wie im Snooker zum Beispiel. Viele Poolspieler haben einen kleinen Abstand zum Kö, sind nicht immer press mit dem Kinn dran. Schließlich ist der Pooltisch auch ein bisschen tiefer wie ein Snooker-Kö. Aber selten mehr wie eine Handbreit Platz zwischen Kö und Kinn. Masi Chaverdi wirklich, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Er hat da wirklich guten Abstand zwischen Kopf und Kö. Interessant. Und natürlich die 3-1-Führung für Masi Chaverdi. Jetzt werde ich gerade nach meinem Wohlbefinden befragt hier. So eine Art Fangfrage wahrscheinlich. Gibt es frische Ergebnisse aus dieser Gruppe? Holger hat schon 3 Spiele gewonnen in dieser Gruppe. Das ist schon eine Vorentscheidung. Ja. Wen, bitte? Zwischen Holger Grieskerny, der ist ein Topspieler. Okay, ich höre gerade Holger Gries als nächstes auf dem TV-Table. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder das Break verpasst, denn um diese Gruppen zu checken, muss ich immer kurz aufstehen und hinter die Turnierleitung laufen, auf den ihr Computer schauen. Somit ist mir hier dieses Break entgangen und wie es zu dem Ball in Hand für Ricardo Gutjahr kam, aber ich denke, naja, ich kann es mir denken, wie das zustande gekommen ist. Vier, fünf, sieben, acht, neun, ja. Ein ziemlich offenes Spiel. Schauen wir mal, ob Ricardo hier die Kontrolle behalten kann. Jetzt schon nicht zufrieden mit der Position auf die 4, aber ich sehe da noch kein großes Problem. Kann einfach leicht reinkullern lassen. Genau. Jetzt mit der 5 einfach den Rückläufer machen, dass die Weiße etwa genau da zum Stehen kommt, wo sie jetzt ist, für die 7. Kann gerne noch ein Stück weiterziehen, um die 7 in die Mitte zu spielen. Er hat also ein bisschen Toleranz. Hier noch über die Goldkante. Und ich denke, die Position ist akzeptabel. Einfach weiter coolern lassen, die 7, ja. Einfach laufen lassen für die 8. Da kann er eigentlich zufrieden sein.
Also Ricardo Gutjahr weiß schon, trotz seines Alters, 15 Jahre, weiß er schon hier, sich zu wehren. Der kann sich verteidigen hier. Und das gegen einen Topspieler wie Masi Chaverdi. Ja, hinter mir höre ich schon wieder Christoph Kreter. Ja. Ja. Und hier 3:2 für Masi Chaverdi, aber Verkürzung für Ricardo Gutjahr. Ausgezeichnet. Und ausgemacht. Zwar mit Boy in Hand, aber. Das ist schon alle Achtung für die 15 Jahre hier von Ricardo Gutjahr. Und wenn ich mal hier eine Zwischenfrage stellen darf in Richtung Turnierleitung und was hier hinten. Im nächsten Match haben wir ja Holger Gries auf dem Center Court und das wäre doch eine Vorlage für Christoph Kreter, hier eine Co-Kommentierung abzugeben. Ja. Also freut euch schon auf die nächste Partie, ja, wenn Holger Gries hier auf dem Center Court spielen wird. Und gleich weiter, ebenfalls Nummer 4 am Tisch Nummer 5, Tim Görgen gegen Andreas Schroff. Tim Görgen gegen Andreas Schroff, Tisch Nummer 5, bitte. Ist hier der Break von Ricardo. Kriegt er die 9, geht. Ich glaube, das ist die Eckkugel gewesen über vier Banden. Die hat gewöhnlich diesen Verlauf. Und Position auf die 1, bisschen ungewöhnlich. Aber die kann man gut lang spielen. Hier sehen wir nochmal, war es wirklich die Eckkugel? Jawohl, 1, 2, 3, 4 Banden, der typische Vierbänder. Der allerdings nicht hochprozentig ist, sondern allenfalls so 5-10% hat. Eher 5% in 10. Denn oftmals ist dieser Vierbänder versperrt oder wird schon nach zwei Banden abgefangen durch eine Kugel, die ja in der Mitte sich abspielt. Er wird auch nicht noch hier nach seinem Ball-in-Hand-Ausstoß noch ein An-Aus hier vom Break weg dazu anfügen und zwei in Folge runterspielen. Das würde auch Masi, einen Mann wie Masi Chaverdi zu denken geben, wenn er hier von einem 15-Jährigen eine solche Show geboten bekommt. Oh, und da ist es passiert. Der unnötige Fehler von der 3 zur 4. Ball in Hand für Masi Chaverdi. Hand dürfte das eine ziemlich klare Angelegenheit sein für Masi Chaverdi. Er wird sich ja wohl keine Blöße geben wollen, wenn Ricardo Gutjahr mit seinen 15 guten Jahren hier das schon von der 1 abgeschafft hat, die Partie davor. Jetzt wird er wohl pendeln lassen müssen. Jetzt macht er sich die Jacke richtig zu, ja. Offensichtlich ist er der Ansicht, er muss sich warm anziehen hier gegen den jungen 15-Jährigen. Und jetzt pendeln lassen, wahrscheinlich mit Mittellochüberquerung. Ne, mit der Mittellochüberquerung hat es nicht ganz gereicht, er ist an der Goldkante hängen geblieben. Und damit gestaltet sich die Situation doch ein wenig schwierig jetzt.
krasser Ball, der jetzt vonnöten ist. Extrem langer Ball auf die 7. Kambolage mit der 8 dürfte nicht vermeiden sein. Also die Position auch noch schwierig zu halten. Klasse Ball getroffen. Und was macht die 8? Da hat er natürlich wieder seine gesamte Klasse bewiesen. Das ist natürlich wirklich ganz großes Kino hier von Masi Chaverdi. Er bringt sich oftmals in Schwierigkeiten, aber er holt sich auch selbst wieder daraus hervor. Masi Chaverdi. Also gutes Krisenmanagement von Masi. Der mit diesem Zehner dann auch die 4:2 Führung übernimmt und damit on the hill ist in unserem Match auf 5 Gewinnspiele. Auftaktspiel gegen Holger Gries verloren, heißt, er steht mit dem Rücken zur Wand, darf sich keinen weiteren Matchverlust mehr erlauben. Und hier wieder eine kleine Werbeeinblendung, wenn wir schon hier beim Aufbauen sind. Unsere Sponsoren Stadt Stuttgart, www.stuttgart.de, billiard-beckmann.de, busch-billiards.de und sportcafé.eu für Sportcafé Carambolage hier in der Rote Bühlstraße. Und nicht zu vergessen Happy Snack und E7. Und hier der Break. Ein bisschen zurückhaltend ausgeführt von Masi Chaverdi. Und wurde auch nicht belohnt. Hat zwar 3 Kugeln trotzdem niedrigen Speed hier 3 Kugeln beim Break machen können. Also ein Beweis dafür, dass man nicht nur mit hohem Kraft arbeiten muss, sondern es ist auch eine Frage der Finesse. Jetzt ganz dünn die 1 anspielen und die Weise vielleicht hier in Richtung 10 laufen lassen und möglichst dahinter. Das hat nicht ganz gereicht und damit die Chance für Ricardo hier nochmal einzugreifen. Okay, so, was ist hier passiert eigentlich? Ein kleiner Fehler wahrscheinlich von Ricardo. Oder ein gutes Save gespielt. Auf jeden Fall sieht es nach einem solchen aus. Unser Vorbandespiel mit ein klein wenig Effet. Weniger wie ein Lederbreit. Für den korrekten Stoß. Ziemlich schwierig, die jetzt in die Mitte reinzusetzen. Viel leichter, die Weiße ein kleines Stück zurückzuziehen, Press hinter die 6 und die 1 einfach weglaufen zu lassen. Wenn die Weiße Press hinter der 6 landet, ist fast egal, ob die 1 dann an der 7 vorbeikommt oder diese öffnet. Öffnen wäre sogar noch besser, dann hätte man... Ach, spielt keine Rolle. Er probiert ohnehin die 1 in die Mitte. Was ihm auch gelungen ist. Aber suboptimale Position auf die 2. Gruppe 2 geht es weiter am Tisch Nummer 4 mit Andreas Heim und Jörn Dornig. Andreas Heim und Jörn Dornig nun am Tisch Nummer 4. Und in Gruppe 2 am Tisch Nummer 6 Milo Kovacevic gegen Stefan Groß. Milo Kovacevic gegen Stefan Groß. Er ist jetzt ziemlich dünn in die Mitte zu spielen. Ziemlich dünn. Aber er schafft ihn. Ricardo Gutjahr. Ich habe hier den Eindruck, dass es nicht nur ein gutes Jahr ist, sondern da scheinen noch einige gute Jahre hier auf Ricardo zuzukommen.
Und da geht's alles. So wie er hier spielt, kann man ja von einem Extremtalent an ausgehen hier. Weiß jemand, wie lange der gute Ricardo schon spielt? Weiß jemand, wie lange der Ricardo eigentlich schon am Spielen ist? Kannst du auch gerne co-kommentieren, direkt. Nee. Seit 2,5 oder 3 Jahren spielt Ricardo Billard. Das ist ja nicht schlecht, was er hier zeigt. Auch im Landeskader Baden-Württemberg. Mhm. Ganz ausgezeichnet. Aber vorhin hat er mit Boyn Hand immerhin von der 1 weg ausgemacht. Klar, da kann man immer noch einen kleinen Fehler einstreuen hier und da. Aber immerhin, einiges an Gegenwehr gegeben hier. Und das gegen einen klasse Mann wie Masi Chaverdi. Und hier scheint die Partie, das Match aber jetzt gelaufen zu sein. Denn selbst wenn sich Masi wieder selbst ein kleines Problem bereitet, was er ja öfter gerne tut, befreit er sich gewöhnlich auch selber aus selbigen. Aber es sieht nicht danach aus. Ganz geschmeidig die 7 laufen lassen, schön abtropfen lassen, die Weiße. So sieht's aus. Und da sehen wir auch seine Kö-Führung, ja. Er hält noch guten Abstand hier. Kopf zum Kö. Könnte fast sagen, er steht fast aufrecht hier. Und da ist keine Handbreitplatz, das sind 3 Handbreitplatz zum Kö. Ja, zumindest 2. So ist es. Und hier der Matchball für Masi Chaverdi zum 5:3 über das junge Talent hier vom Billardclub Feuersee. 5:2 lautet der Endstand. Und damit sehen wir als nächstes, glaube ich, das Match Holger Gries gegen Holger Gries gegen Mustafa Fidan. Und ich glaube, da haben wir eine Co-Kommentatur von Christoph Kreter, der den Holger Gries sehr gut kennt. Natürlich kenne ich ihn auch über ewige Zeiten hinweg. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also bis später dann. Ah, ich höre gerade, dass wir 20 Minuten Pause machen, weil wir Mittag essen müssen um diese Zeit. Also bis später dann. Dankeschön.